Es ist eine der außergewöhnlichsten Autosammlungen weltweit. An einem geheimen Ort irgendwo in L.A. Geschätzter Wert mehrere hundert Millionen Dollar. Hier parken mehr als 150 Automobile Preziosen. Nur wenigen Kamerateams wurde bislang der Zutritt in diese heiligen Hallen gewährt. Jeden Tag um 17.30 Uhr fährt der Mann vor, dem dies alles gehört. Dem US-Showstar Jay Leno. There are Germans everywhere. Leno ist der amerikanische Harald Schmidt, nur in richtig reich und berühmt. Det Müller hat eine der raren Audienzen im privaten Automuseum von Jay Leno. Nice to meet you. Welcome, welcome. Jay Leno ist der Erfinder des Late Night Talks und zählt zu den erfolgreichsten Showmastern der USA. Über 17 Jahre gaben sich internationale Stars in Lenos Tonight Show die Klinke in die Hand. Die Obamas waren genauso hier wie Madonna. In fünf Hallen und auf mehrere tausend Quadratmeter hat der autoverrückte Multimillionär das Ergebnis seiner Sammelleidenschaft gepackt. Eines seiner Schätzchen, ein selbstgebautes Raketenauto mit Straßenzulassung. Jay, was ist das für ein Auto? Dieses Auto haben wir komplett hier in der Werkstatt gebaut. Wir nennen es EcoJet. Es besitzt ein Honeywell LT101 Turbinentriebwerk mit 750 PS aus einem Hubschrauber. Wie bei einem Ofen. Diese Deckel halten die Leute davon ab, Gegenstände in die Turbine zu schmeißen. Der Unterschied zwischen Deutschland und USA ist, dass man hier in Kalifornien alles auf der Straße fahren darf. Mit diesem Ding würde ich auf der deutschen Autobahn verhaftet werden. Es ist laut und komplett aus Carbon. Das ganze Auto haben wir hier gebaut. Ja, das ist Samt, nee, das ist Leder und alles schwer elegant. Super Design, EcoJet, fett. Ja. Ich weiß, dass Deutsche große Motoren mögen. Du magst doch große Motoren, oder? Sicher mag ich große Motoren. Hier drüben, ein Riesenmotor. Royce. Ja, das ist ein Fahrgestell von 1934 mit einem 27-Liter Flugzeugmotor aus dem Zweiten Weltkrieg. Die zeitgenössische Karosserie haben wir auch selbst hier in der Werkstatt gebaut. Scheibenbremsen haben wir auch noch an das 34er Fahrgestell angebracht. Das Teil hat ungefähr 1600 PS, ziemlich schnell. In Deutschland habt ihr doch auch den Festiva, oder? Fiesta. Ja, okay. Das war hier auch mal ein Fiesta. Bei uns nimmt man aber zuerst den Vierzylinder raus und schmeißt ihn auf den Müll. Und anschließend packt man einfach einen V6 auf die Rückbank. V6? Mit Lachgas. Ich wohne hier in einer bergigen Gegend. Ich brauche ein bisschen zusätzliche Power, um über die Berge zu kommen. Jedenfalls erzähle ich das meiner Frau immer. Ach ja, beinahe hätten wir es vergessen. Jay besitzt auch noch etliche Motorräder, wie alle Autos natürlich fahrbereit und zugelassen. Dieses Exemplar ist aus Deutschland und hat den Motor an einer sehr ungewöhnlichen Stelle. Also das Ding ist echt abgefahren. Die Kurbelwelle steht, die Zylinder, der Motor dreht sich ringsrum, fest im Rad. Das ist echt abgefahren. Selbstverständlich hat jeder große Junge auch ein Feuerwehrauto. Ich hatte mal Ingenieure von Mercedes hier. Die konnten gar nicht glauben, dass ich privat ein Feuerwehrauto fahre. Und ich fragte sie, wollt ihr eine Runde drehen? Aber Privatleute dürfen doch keine Feuerwehr fahren, sagten sie. Wir sind Ausländer und werden dann sicher verhaftet. Unterwegs habe ich dann die Sirene eingeschaltet und völlige Panik brach aus. Ich glaube, in Deutschland ist es verboten, privat eine Feuerwehr mit Sirene zu fahren, oder? Aber das hier ist Kalifornien. Also wenn ich morgens im Stau stehe, schalte ich einfach die Sirene ein. Der Verkehr vor mir löst sich dann irgendwie in Luft auf. Fantastisch, oder? Ich bin in 5 Minuten in der Arbeit. Okay. Hinter der nächsten Tür stehen die Vorkriegs-Oldies. Jedes Auto ein Sammlerstück. Das hier sind alles Duesenbergs, Bugattis und Stanley Steamers. Von allem ein bisschen.
Lennons Fahrzeuge dürfen nur von ihm persönlich bewegt werden. Täglich fährt er nach der Arbeit in seine Geheimgarage und hat dann die Qual der Wahl. Über ein Jahr würde Leno brauchen, um all seine Schätzchen einmal zu bewegen. Schraubst du eigentlich auch selbst an deinen Kisten rum? Ja, das macht mir Spaß. Nach der Arbeit kommen wir hierher und wir spielen ein bisschen. Es bewahrt mich vor Schwierigkeiten, denn es ist billiger als Noten und Drogen und meine Frau weiß, wo ich bin. Ich bin im Showbusiness, da muss die Frau wissen, wo du bist. Neben seiner Vorliebe für Duesenbergs steht Jay Leno auf US Muscle Cars. Diesem 66er Oldsmobile Tornado hat er mächtig Power eingepflanzt. It's another engine. Jetzt hat der Tornado 1076 PS. Zwei Turbolader mit selbstgebauten Ablassventilen. Hält man auf der Straße neben einem Porsche, denken die, da steht ein leichter Gegner und man hört und dann versenkst du ihn einfach. Und dann setzt Leno noch einen drauf. Ja, wenn du richtig große Motoren magst, dann schau dir den mal an. Das ist Jays Panzerauto. Das ist ein M47 Patton Panzermotor. Er ist luftgekühlt und hat 37 Liter Hubraum. Wir bauten uns eine Einspritzanlage und verpassten dem Motor zwei Turbolader. Ursprünglich hatte er zwei Vergaser und 800 PS. Jetzt habe ich 1600 PS. Geschaltet wird mit einem Sechsgang-Automatikgetriebe. I bring this because the front looks like the Terminator. Yeah, I'm the Terminator car here. The Terminator, you crash the other cars in that street with this. Immer wenn Dauergast Arnold Schwarzenegger in seiner Show ist, fährt Jay Leno mit dem 6 Meter langen Monster ins Studio. Für den Terminator ist das Panzerauto ein standesgemäßes Fahrzeug. Welchen Wagen fährst du heute Abend? Also ich werde den hier fahren. Er ist gerade fertig geworden. Ein 61er Corvair Truck. Mir gefällt es einfach, überflüssige Autos zu adoptieren. Dieses Auto habe ich für $600 gekauft. Es war total vergammelt hier auf der Straße. Die Türen völlig verrostet, der Motor war fest. Wir brachten es dann hierher und haben es neu aufgebaut. Also für $600 kaufen, 50.000 reinstecken und für 8.000 wieder verkaufen. So macht man Geld im Autohandel. That's how you make money in the car business. Hey, thank you very much. Thank you. Also besucht uns bald mal wieder. Ich muss jetzt heim und ein paar Harald Schmidt-Witze schreiben.